Hallo, ich grüße dich. Ich hatte ein wirklich spannendes Interview mit Till Schwalm, was ich dir auch heute vorstellen möchte. Es ist ein bisschen länger, aber schau es dir an. Es sind viele, viele konkrete Tipps da drin, wie du deine eigenen Aktienfindungsphase besser machen kannst, wie du strategisch vorgehen kannst in deiner Aktienanalyse, aber auch beim Investment allgemein. Mir hat es sehr viel geholfen und ich hoffe, dass er mit den Erfahrungen, die er hat, auch dir weiterhelfen kann. Er hat schließlich in St. Gallen studiert, hat 4 Jahre als Analyst in einer großen Fondsboutique gearbeitet und schließlich dann auch seine eigene vermögensverwaltende Gesellschaft Tiscol gegründet und mit dieser legt er nun mehrere Millionen Euro an, um diese auch mit seinem Value-Analyse-Ansatz zu verwalten. Dieser Ansatz, der wird dir auch gezeigt in seinem Buch, was ich sehr empfehlen kann. Das Buch heißt Einfach investieren, Grundlagen des Value-Investing und es wird dir garantiert helfen, in einfachen 3 Schritten zu erkennen, wie man gute Aktien findet, wie man damit umgeht, welche Einstellung man gegenüber Aktien haben sollte und dann natürlich auch die ein oder anderen wirklich einfach und gut strukturierten Ansätze, wie man die Bewertung auch auf Zahlenbasis durchführen kann. Dementsprechend, der Link ist in der Beschreibung. Schauen wir uns jetzt mal direkt das Gespräch mit Till an. Viel Spaß dabei. Ja, moin, moin, Gero. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass du dabei bist, denn eine der grundlegendsten Themen bei uns auf dem Kanal ist ja mit 10 Minuten am Tag besser werden als der eigene Bankberater. Mit dem Hintergrund habe ich ein Interview von dir interessanterweise gesehen, wo du sagtest, du selber bist ja etwa 30 Stunden in der Woche daran, Geschäftsberichte zu lesen, Analysen von Aktien durchzuführen, um darauf dann deine Investmententscheidungen zu treffen. Wie passt das dann zusammen mit deinem Buchtitel, in dem du sagst, einfach investieren und das sind dann die Grundlagen des Value Investieren, so einfach scheint es ja doch nicht zu sein. Ja, ist richtig. Ist natürlich eine Diskrepanz, wenn man sagt, ich sitze mindestens 30 Stunden dran. Also dazu muss man vielleicht sagen, ich habe das als Analyst Vollzeit gemacht, über 40 Stunden die Woche und habe mich jetzt selbstständig gemacht. Und wenn man die Administration mit reinnimmt, dann arbeite ich jetzt auch mehr als 40 Stunden die Woche. Und davon roundabout 30 Stunden, mit denen ich mich mit den Investments, mit Geschäftsberichten und so weiter tatsächlich beschäftige. Und das ist natürlich als Privatanleger, wenn man einen anderen Job nebenher macht, faktisch nicht möglich. In meinem Buch Einfach investieren möchte ich aber ein bisschen so auf die Grundlagen eigentlich eingehen und dass jeder mit der richtigen Strategie, mit dem richtigen Ansatz natürlich besser investieren kann und auch mit weniger Stundeneinsatz vielleicht nicht ein volles Portfolio mit Einzeltitel fahren kann, aber sicher 1-2 Einzeltitel haben kann und seine Anlage, sein Investment insgesamt natürlich besser machen kann. Okay, das heißt also, wenn ich etwa 10 Aktien in der Auswahl habe, werde ich aus diesen 10 Aktien mit Hilfe dieses Buches und auch mit Hilfe der Informationen oder generell mit Ansatz im Value Investing gute Ideen finden können und feststellen können, was ist wahrscheinlich die beste Aktie. Kann man das so zusammenfassen, dass ich vielleicht auch große Fehler damit vermeide, weil man sagt ja häufig eigentlich, auch Warren Buffett sagt, das größte Ziel ist ja, Fehler zu vermeiden. Geld nicht zu verlieren ist wichtiger als Geld zu gewinnen. Ist das dann damit oder ist dem dann damit abgetan und werde ich dann automatisch zum besseren Investor und werde Überrendite zum Markt erzielen? Genau, also Überrendite zum Markt weiß ich nicht, aber langfristig denke ich, man wird ein besserer Investor und zumindest kann man eine marktähnliche Rendite erzielen, was für den Privatinvestor schon eine gute Rendite, eine sehr gute Rendite ist, weil im Durchschnitt verliert der Privatinvestor gegenüber dem Markt eigentlich, wenn man sich die wissenschaftlichen Studien dazu anguckt, in der Vergangenheit Performance. Und das, was du sagst, ist genau richtig. Also die 2/3 des Buches gehen eigentlich nur darum, mentale Grundlagen zu schaffen, wie man jetzt auch in der Phase der Krise, wie wir sie zurzeit haben, wie man damit umgeht als Privatinvestor, weil das ist nicht so ganz einfach. Da kann man sich vorher schön Gedanken zu machen. Ich verkaufe nicht. Wenn denn die Märkte um 20-30% fallen, wie man sich dann tatsächlich verhält, das ist anders. Und da gehe ich so im 1/3 des Buches intensiv darauf ein, auch wo man hingucken soll, wo man mit der Erfahrung, die man mitbringt, wahrscheinlich bessere Investments macht, als wenn man jetzt einfach sagt, ich
hab in einem Kapitel das Beispiel Emerging Markets gebracht, dass man als Privatinvestor nicht zwingend in Emerging Markets investieren sollte, weil man überhaupt kein Edge, kein Know-how, der Durchschnitt zumindest, mitbringt und man sich doch dann auf den Home-Bias, auf zu Hause konzentrieren soll, auch wenn man sagt, also die wissenschaftlichen Studien sagen, das ist ein Fehler, Aktien zu Hause zu kaufen. Mhm. Ich sage, das ist kein Fehler, weil die Aktien zu Hause, die kenne ich. Ich kenne das Unternehmen und wenn ich tatsächlich mich mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen will, finde ich da bessere Chancen, wenn ich es ernsthaft betreibe. Und nur das letzte Drittel des Buches geht eigentlich dann um die Einzelbewertung, wo ich sage, wenn man das professionell und intensiv betreiben will, dann muss man sehr viel mehr Zeit mitbringen, als das der Durchschnitt. Okay, das heißt also, mit einer richtigen Einstellung kann ich wahrscheinlich sogar dann auch mit einfachen ETFs besser fahren, als das der normale Privatanleger macht. Das heißt, wenn der normale Privatanleger ohne Strategie irgendwie mal ETFs kauft und verkauft, wird er weniger erfolgreich sein, als jemand, der sich Gedanken darüber macht, in welcher Strategie er richtig langfristig investiert. Also ich glaube, sich selber Gedanken erstmal darüber zu machen, wo man investiert, wie man investiert, das ist extrem wichtig und das machen sehr wenig Leute. Es gibt immer das Beispiel, man beschäftigt oder der Durchschnittsdeutsche beschäftigt sich mehr Zeit mit der Auswahl seines Autos als mit seiner Altersvorsorge. Dabei ist die Altersvorsorge vom Wert und vom Nutzen her viel wichtiger, viel größer als welches Auto ich fahre. Und das ist sicher richtig, dass man einen großen Mehrwert sich, wenn man sich gedanklich damit mal auseinandersetzt, für sich selbst. Okay, also ich darf mal so zusammenfassen, wer jetzt dein Buch liest, wird diese strategischen Mehrwerte draus finden. Wir selber sind ja immer darauf investiert oder darauf aus, als Value Investor auch einzelne gute Aktien zu wählen. Und da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen die drei Schritte in deinem Buch durchgehen, womit es ja losgeht mit den Grundlagen des Investments. Und wie finde ich denn überhaupt eine gute Value Aktie? Ich habe auch schon hunderte Videos gemacht, gut, über 100 zumindest zu diesen Themen teilweise. Und dann immer wieder, es kam mir auf klasse, klassische Themen, die man aus der Value-Analyse ja kennt. Das ist dann alles erstmal grundsätzlich nichts Neues, ne? Wenn man davon geht, was ist der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens, ist der Gründer gut, ist das Marktumfeld das Richtige? Und da stellt sich aber immer die Frage, du sprichst sehr viel immer von diesem Chance-Risiko-Verhältnis in einem Investment, wie man das findet. Wo sind denn bei einer klassischen Aktie richtig gute Chancen zu finden? Wie entdecke ich zum Beispiel einen Trend oder einen Megatrend, auf den ich setzen kann? Woran erkenne ich bei einem Unternehmen auf den ersten Blick, da ist eine richtig gute Chance für Rendite? Also auf den ersten Blick, die drei Schritte, die du ansprichst in meinem Buch, da gehe ich ja auf die sozusagen den Auswahlprozess, wie ich dann zu meinem Einzelinvestment komme ein. Und das heißt, im ersten Schritt versuche ich nur Ideen zu generieren, ein Screening zu machen, wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, oder einfach durch das Netzwerk mit Leuten sprechen. Im zweiten Schritt sage ich Bilanzanalyse, da genau drauf eingehen, sich da erstmal einen Filter durchgehen lassen, dass man sich kein Risiko ins Portfolio holt und im dritten Schritt dann das Geschäftsmodell angucken und die Trends, die du jetzt ansprichst. Wobei natürlich die Idee, die wir am Anfang, wenn wir jetzt sagen, wir beide unterhalten uns und auch über Aktien und du kommst mit einer Idee, dann ist es natürlich, fällt das schon in den Bereich Geschäftsmodell. Was grundsätzlich, wo ich denke, was ein gutes Vorgehen ist, auch für Privatinvestoren, und die Idee kommt ein bisschen aus dem Buch Regel Nummer 1 von Phil Town, ist zu gucken, was kann ich gut, was sind meine Hobbys, Leidenschaften, wo arbeite ich und also das sozusagen, also was sind meine Interessen, was sind meine Fähigkeiten und wo arbeite ich. Und da gucken, wenn man diese Interessensgebiete und dieses, wo ich viel Know-how eh schon mitbringe, wenn ich mich in den Gebieten dann umgucke nach Unternehmen, dann kann ich da schon als Privatinvestor sehr viel der 30 Stunden Recherchearbeit, die man jetzt mitbringen muss,
überspringen, weil ich das in meinem Leben einfach schon gemacht habe. Ich meine, wenn ich jeden Tag ich komme aus einer Verlegerfamilie, wenn ich 18 Jahre am Küchentisch jeden Tag mit Büchern zu tun hatte und mit Medien zu tun hatte, dann fällt mir das einfach leichter, einen Medienkonzern zu analysieren, als jetzt zum Beispiel ein Hersteller für Autos. Okay, wenn ich also mitten in der Produktion sitze von einem großen Konzern für Windräder und da habe ich verschiedene Zulieferer, zum Beispiel für die Motoren, und ich weiß, da werden jetzt einige Investitionen in den nächsten Jahren folgen, weil die interne Planung so einfällt oder einschätzt, dann sehe ich also eventuell eine Chance bei dem Zulieferer, der dann da auch beteiligt sein wird. Zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade die Woche ein Gespräch mit einem Service-Dienstleister für den Jade-Weser-Port, der hier bei uns in der Nähe an der Küste ist. Und der repariert da einfach nur Maschinen. Mhm. Aber natürlich sieht er, welche Schiffe da ankommen. Der sieht, wie Logistikketten funktionieren. Und natürlich wird der mehr Ahnung haben, einfach in seinem Gespräch in der Cafeteria mit seinen Kollegen, wie denn die Warenströme, wie die Logistik funktioniert, wer da die großen, wichtigen Player sind, wie, wo das Geld verdient wird. Der wird auch Ahnung haben von Werkzeug- und Maschinenherstellern. Also der wird eine Makita besser analysieren können als ich, weil er täglich mit Werkzeugen zu tun hat. Und wenn man sich in solchen Gebieten dann Unternehmen anguckt, dann hat man da schon einen Vorteil gegenüber dem. Also wäre die Folge daraus, wir sollten uns erstmal im ersten Schritt zumindest gar nicht so sehr um die Bilanzen und alles kümmern, sondern wichtiger wäre es eigentlich, uns ein gutes Netzwerk aufzubauen, vielleicht mit guten Freunden, die auch einen tiefen Einblick haben, und dann da die ganze Zeit mal reinhören, weil alles Wissen kann man ja auch nicht aufbauen. Ich kann ja auch nicht nur in eine Branche investieren, oder wahrscheinlich sollte man es nicht, sondern vielleicht verschiedene Chancen nutzen. Und wenn ich jetzt einen Kumpel habe, der im IT-Sicherheitsbereich zum Beispiel stark unterwegs ist. Ein guter Freund von mir zum Beispiel, der baut Server auf in München für die größten Anbieter wie Netflix und Co. Und der sieht natürlich immer schon einen Monat vorher, ob die gerade neue Ressourcen buchen oder nicht, und hat damit den Expansionsplan für Deutschland auf jeden Fall im Blick. Und so kann sich also jeder normale Mensch draußen irgendjemanden anderen anvertrauen, mit dem er da unterwegs ist. Und du bist ja auch in einigen solchen Netzwerken unterwegs. Wir haben uns ja auch über ein solches kennengelernt. Und das ist auf jeden Fall die größte Chance wahrscheinlich im ersten Punkt, um Ideen zu finden. Weil tausende Unternehmen weltweit zu durchforsten, nach Chancen zu suchen und alle kennenzulernen, ist ja einfach nicht möglich. Das ist nicht möglich. Buffett hat mal in seiner Biografie, in seinem Lebenslauf, sagt er, er ist so die, Yellow Pages irgendwie durchgegangen, dass er jedes Unternehmen sich angeguckt hat. Und das mag in der Zeit damals möglich gewesen zu sein. Heute, wenn man weltweit alles durchgehen möchte, ich glaube, es sind 60.000 mögliche gelistete Unternehmen. Das schafft kein Mensch sozusagen. Also da muss man mit Vorauswahl treffen und dann auch, um nochmal Warren Buffett zu zitieren, Circle of Competence. Das ist das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, wie man an seinen Circle of Competence, wie man den erkennen kann, wo man gucken kann. Das ist es genau. Und der dritte Punkt, Netzwerke, das ist halt heute Informationen hat jeder alle zugänglich, was heute, denke ich, mit ein großer Faktor ist, einfach sich Netzwerke, Fähigkeitsnetzwerke aufzubauen, wo man sich austauschen kann. Das ist gar nicht nur aufs Investieren reduziert, sondern es gibt. Okay, wenn wir jetzt so ein Unternehmen gefunden haben, wir haben unser Netzwerk aufgebaut, das können wir also gar nicht hoch genug hängen, dass diese Information, dass das wichtig ist. Und angenommen, jetzt kommt irgendjemand aus unserem Netzwerk und sagt, ja, ich habe hier ein Unternehmen für, sagen wir zum Beispiel, IT-Sicherheit, was ja jetzt gerade interessant werden könnte, wo Leute festgestellt haben, Homeoffice ist doch möglich. Und wir sagen, okay, IT-Sicherheit ist dann ein spannendes Thema. Wir sehen das als Chance, erstmal als grundsätzliches Verständnis. Wenn ich so ein Unternehmen raus habe, uns ist erstmal egal welches, wie kann ich jetzt schnell feststellen, ob dieses Unternehmen vielleicht auch neben dieser Chance, die wir offensichtlich ist, auch akute Risiken hat? Auf was achtest du dann in der Risikobetrachtung? In der Risikobetrachtung, das meinte ich mit diesen drei Schritten, dann gehe ich im zweiten Schritt tatsächlich als erstes in die Bilanz rein. Bilanz deswegen, weil
Ich habe mich einmal mit einem zu hoch verschuldeten Unternehmen verbrannt. Und tatsächlich würde ich sagen, dass wenn jetzt die Chancen in einem Unternehmen sind, ist eigentlich das größte Risiko, dass mir das Unternehmen ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gehört. Und das passiert, wenn das Unternehmen überschuldet ist, dann geht es meistens an die Schuldner oder muss eine Kapitalerhöhung machen, die ich unter Umständen nicht mitzeichne oder dann bin ich verwässert, also dann gehört mir nicht mehr so viel des Unternehmens, der ursprünglich war. Das heißt, das ist so der größte Risikoblock. Es gibt natürlich auch dann sehr viele operative Risiken, die man sich dann auch noch in der Chancen-Risiko-Betrachtung angucken muss. Aber ich glaube, eins der größten oder für mich eins der wichtigsten Punkte, wenn wir jetzt mit Analyse zu verbringen oder so wenig Zeit wie nötig mit der Analyse zu verbringen, ist als erstes in die Bilanz reingucken, weil da gibt es No-Gos aus meiner Sicht, und die sind bei zu hoher Verschuldung, wo man einfach relativ schnell Nein sagen kann und sich dann das... Ja, wir würden dann immer noch sagen, irgendwie ein positiver Cashflow langfristig, ja, dass also tatsächlich nicht nur der Gewinn eventuell positiv ist, sondern tatsächlich auch Geld in die Kassen der Unternehmen kommt und das Ganze natürlich dann möglichst steigend, sodass man dann davon ausgehen kann, dass gut funktionieren kann und ja, das Geld sinnvoll investiert. Ja, das Geld sinnvoll investiert. Beim Steigen bin ich gar nicht so sehr... wie ihr dabei. Also für mich ist tatsächlich ein steigender Gewinn auch ist immer das Schönste. Aber wenn der Preis stimmt, bin ich auch mit einem konstanten Business zufrieden oder kann ein gutes Investment sein. Also da bin ich nicht, die Wachstumsraten sind nicht so sehr, was ich da in den ersten Schritten angucke, sondern das ist tatsächlich eher... Also das wäre dann Sicherheit. Das klassische Value-Investment eigentlich. Man könnte also sagen, wir haben zwei Typen von Value-Investoren gesehen, die sie entwickelt haben. Klassisch, ich kaufe mir den Euro für 90 Cent. Ja, das sehen wir genauso, würden wir auch immer so handhaben. Also wir wollen eine Unterbewertung sehen. Die Differenz zwischen Wert und Preis nennen wir dann ja Margin of Safety, also das Sicherheitsnetz, wenn der Preis des Unternehmens fällt, dann bin ich vielleicht immer noch auf Wertniveau. Und dann geht es in diese modernere Richtung, wo ich versuche, diese Komponente schon mitzubehalten, aber gleichzeitig noch Wachstum sehe. Das heißt, du bist dann noch eher in dieser traditionellen Welt unterwegs oder sagst du, es gibt solche und solche Investments? Ich würde mich als Twitter bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Heutzutage ist das also möglich. Heutzutage darf man sich als alles bezeichnen. Ja, also ich habe gestartet tatsächlich aus der Deep-Value-Ecke. Hintergrund ist da, dass ich gestartet bin mit Investieren richtig in der Finanzkrise. Und da gab es sehr viel Deep-Value. Ich bin auch sehr gut damit gefahren. Also da waren einige Vier-, Fünffacher. Aber es waren nicht alles Wachstums- und schöne Unternehmen, sondern es waren auch hässliche Unternehmen dabei. Die aber einfach es war klar, die gehen nicht pleite. Es war klar, da ist ein konstanter Cashflow und es war auch klar, dass sie 10 Jahre weiter existieren, nur mit Minimalwachstum. Und die hat man aber für einen Bruchteil des Preises von vor 1-2 Jahren vorher gekriegt. Und dann bin ich so ein bisschen, dann ist diese Phase in der Finanzkrise, wo man diese Titel finden konnte tatsächlich, die ist dann, das Fenster war sehr kurz, aber da habe ich angefangen und mir ein sehr schönes Portfolio aufgebaut. Und ich würde sagen, 3-4 Jahre später, 2011, 2012, war die Zeit eigentlich vorbei. Wenn man da dann ein Schnäppchen gefunden hat, dann war es kein wirkliches Schnäppchen, sondern war es eher eine Schnäppchenfalle mit größeren Problemen. Und dann bin ich umgestiegen in das neuere Value Investing, also grundsätzlich Value Investing oder dieser Ansatz, den wir fahren, wertorientiert zu investieren, heißt halt, ich muss den Wert kennen, bezahle dafür weniger. Und der Wert beim Unternehmen kann sich halt ergibt sich immer aus den Cash-Rückflüssen und jetzt kann ich, also ich habe nie ein Investment getätigt, was rein auf Bilanz, Cash, das Unternehmen wird liquidiert und durch die Liquidation kriege ich das Geld rein, sondern auch die Unternehmen
die ich in der Zeit gekauft habe, haben Geld verdient, sie sind bloß nicht so stark gewachsen. Und das, wie man das Wachstum reinkalkuliert, das ist, gibt es ja verschiedene Modelle und kann jeder selber den Ansatz fahren. Auf jeden Fall bin ich dann weiter in dieses moderne Value Investing übergetreten. Und ich muss sagen, jetzt ist im Moment gerade eine Phase, wo ich wieder den ein oder anderen Deep Value Titel sehe und mir auch vorstellen könnte, da bin ich tatsächlich im Moment dran, es wird nur ein kleiner Teil des Portfolios sein, ich sag mal 5%, die dann aber mit 10 Titeln gefüllt werden, die alle Deep Value sind, viele aus dem Einzelhandel, teilweise Shopping Malls dabei, die, wo ich dann sage, das sind, könnten relativ schnell verzehnfacher sein, zehnfacher vielleicht nicht, aber verfünffacher. Und dann würde ich aber nur einen kleinen Teil des Portfolios davon machen. 95% des Portfolios würde weiter der eher modernere. Ja, also man könnte sagen, bei den kleinen Chancen, da kann man die, oder diese Chancen könnte man eventuell sehen, indem man sich tatsächlich Kurs-Buchwert-Verhältnisse mal anschaut und gleichzeitig schaut, dass das Unternehmen, wie du schon gesagt hast, diese Risikofaktoren, wie zum Beispiel eine hohe Verschuldung, nicht hat, aber man nicht pleite geht. Das ist dann der wichtigste Faktor. Ja. Der wichtigste Faktor bei so einem Ansatz ist, also ist, sie dürfen 2020, 2021 nicht pleite gehen. Wenn sie nicht pleite gehen, dann vervierfünffacht sich das Unternehmen. Wenn sie pleite gehen, hat man null dastehen. Also das ist der, das ist eine Spekulation, wobei ich eine Spekulation im Zuge von schon vom mit einem Value-Investoren-Ansatz sehe. Also mach schon eine tiefgehende Analyse, dass der Wert dahinter... Okay, und diese tiefgehende Analyse, die fällt ja eigentlich den meisten Leuten schwer. Deswegen stürzen sich ja dann die viele, viele Privatanleger dann auf einfache Kennzahlen, Kurs-Gewinn-Verhältnisse, verschiedene Umsatzmultiplikatoren und sowas. Ich weiß, du hältst davon nicht so viel. Gibt es aber vielleicht auch Ausnahmen, wenn man zum Beispiel sagt, ich versuche zum Beispiel nicht den KGV von jetzt als Kennzahl zu nehmen, sondern den KGV von in 2 Jahren und versuche den einzuschätzen. Das heißt, ich nehme so die Unternehmenszahlen, was jeder noch hinkriegen wird, also einen Cashflow genau zu berechnen für die Zukunft, ist vielleicht schwerer als eine Umsatzzahlen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens vorzuschreiben, die Gewinnzahlen vorzuschreiben und sich da ein Bild zu machen. Sind dann diese Zahlen aussagekräftiger und vielleicht eine gute Möglichkeit oder würdest du sagen, nein, wenn ich ein Unternehmen analysiere, dann muss ich die klassische Discount-Cashflow-Modell und ähnliche Modelle, muss ich die anwenden oder was wäre denn der einfachste Ansatz, um denn ohne großes Zahlenwerk zu kennen, doch mal einen ersten sehr, sehr, sehr guten Einblick zu kriegen? Von der Bewertungsseite jetzt, da würde ich tatsächlich sagen, dass was, wie du es beschrieben hast, das ist schon der Weg, ich beschreibe das in meinem Buch ja auch in bisschen anders, ich nenne das Easy Buffett, was auch genau darauf hinzielt, zu sagen, ich bewerte eigentlich nur den Gewinn und ich sage dann in 10 Jahren. Ich versuche, den Gewinn in 10 Jahren vorherzusagen. Der ist natürlich, in gewisser Weise ist es Bullshit und so eine Prognose kann nicht klappen, aber dadurch, dass ich mich damit beschäftige, mir zu überlegen, und das, was du jetzt genau gesagt hast, um den Gewinn in 10 Jahren zu kalkulieren, fange mal mit dem Umsatz an und sag, versuche mir irgendwas vorzustellen, wie denn das Wachstum sein könnte oder auch sagen, es bleibt flat, aber ich habe in 10 Jahren noch den gleichen Umsatz, wie ich jetzt 2019, 20 hatte, eher 2019 und die Kostenstruktur ist in dem Bereich auch relativ konstant, da sehe ich auch keine große Inflation, das heißt, ich kann mal davon ausgehen, dass der Gewinn in 10 Jahren vielleicht ungefähr der gleiche ist wie 2019 oder ich mache das Wachstum rein, mache eine bestimmte Wachstumszahl rein, muss dann natürlich mir auch überlegen, wie die Kosten sich entwickeln, aber das ist genau der einfachste Ansatz, würde ich sagen, und wenn ich mich damit wirklich auseinandergesetzt habe, dann glaube ich, kann man die Zahlen natürlich ganz einfach mit einem Multiple multiplizieren, zu sagen, und ich bin bereit für dieses Geschäftsmodell oder ich denke auch, der Markt ist bereit für dieses Geschäftsmodell in 15 Jahren oder in 10 Jahren ein 15er Multiple zu bezahlen. Und wenn ich die beiden Zahlen habe, dann habe ich eine Bewertung und dann ist das schon sehr viel mehr, als die meisten Menschen gemacht haben. Worauf ich mich nicht verlassen würde, ist einfach bei Finanzen.net oder Yahoo Finance mir das PI anzugucken und dann steht da PI von 6
und ich sage, das ist günstig, weil damit habe ich mich nicht mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Und das ist eine Kennzahl, da kann ich nichts. Ich weiß nicht, wie, auf welchen Gewinn sie sich genau beziehen. Ich mögen irgendwelche Sondereffekte drin sein. Also da, das reicht nicht aus. Und das meine ich mit dieses reine auf Kennzahlen gucken. Ich gucke irgendwo in den Computer rein und sage, ah, da ist ein Price-Book von unter 1, deswegen ist es günstig. Mhm. Viele dann darauf, die sagen, okay, ich gehe noch einen Schritt weiter und lese noch die Analysen von großen Bankhäusern durch. Also da sehe ich ja jeden Tag, wenn ich Lust habe, auf irgendwelchen News-Tickern, neue Bewertung von 32 auf 35, Buy oder Hold oder Fold. Und dann ist ja die große Frage, ist da irgendwas dran oder sind da, wie werden diese Prognosen geschaffen? Sind die wertvoll? Ich meine, ich habe selber in einem Research House mal als Werkstudent mitgemacht. Mein Bruder war ja da einer der Chefanalysten. Und da haben wir halt fest natürlich auch diese Studien gemacht für den Markt. Wie schätzt du die denn aus Anlegerseite ein? Aus Anlegerseite, sag ich mal so. Also erstmal muss man wissen, dass diese Studie immer nur 12 Monate, also es geht immer um den Preis im nächsten Jahr der Aktie und auf 12 Monate guckt. Das sollte nicht der durchschnittliche Anlagehorizont eines Aktieninvestors sein, sondern der sollte bei 3 bis 5 Jahren Minimum liegen. Das heißt, der Zeithorizont, den die Bankhäuser in ihrer Analyse ausgeben, ist schon mal nicht der Zeithorizont, den man als privater Investor mitbringen sollte, wenn man in Aktien investiert. Das ist Punkt 1. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist das Interesse der Banken, diese Analysen auszugeben? Da gibt es mehrere. Es kann einmal sein, dass sie tatsächlich von den Unternehmen bezahlt werden für Research. Das ist ein Interessenskonflikt, der eher schwierig ist, also man kann ja nicht ein Unternehmen, was mich dafür bezahlt, das zu analysieren, ehrlich schlecht reden oder schlecht schreiben oder ein deutliches Sell-Rating drauf machen, dann kriege ich den Auftrag nie wieder. Das heißt, da gibt es einen Bias hinsichtlich, dass ich schon mal wenn es von dem Unternehmen bezahlt ist, dass ich darauf nichts geben kann. Und das zweite Interesse der Banken ist natürlich, den Anleger zum Handeln zu animieren. Und in der Hinsicht kann es auch nicht in dem Interesse des Privatanlegers sein, weil das Interesse des Privatanlegers sollte eigentlich sein, ein gutes Unternehmen zu finden und möglichst lange zu halten, um wenig Handelskosten zu haben. Die Bank möchte natürlich viel Handelskosten haben. In der Hinsicht halte ich für die reine Zahl oder die reine Verkaufsempfehlung halte ich an die Bankanalysen nicht so viel. Nichtsdestotrotz sind da sehr viele smarte Leute, wie du und dein Bruder zum Beispiel, die da arbeiten und die sich ja wirklich mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen. Was ich gern mache, ist, die detaillierteren Reports einfach zu lesen, weil dann kriegt man schon sehr tiefen Einblick dahingehend, wo kann ich noch drauf gucken, das Geschäftsmodell zu verstehen. Also mein Lieblingsreport von den Banken ist eigentlich immer das Initial Coverage, also die Erstaufnahme einer Analyse, weil dann kriegt man 20, 30 Seiten sehr detailliert über das Unternehmen und über den Markt mit sehr guten Informationen. Und darauf bilde ich mir dann meine eigene Anlagethese und meinen eigenen Wert, aber auf das Price Tag, nenne ich es mal, auf. Also erstmal, um das nochmal zu sagen, das ist bei uns die Vergangenheit, dass wir im Research irgendwas gemacht haben. Jetzt machen wir nur noch unser eigenes Research für den eigenen Fonds. Und was da natürlich schon interessant sind, ist die Studien, wie du sagst, die beinhalten im Grunde eine Art Guidance, wo du in der Bilanz später vielleicht mit der Lupe draufschauen kannst. Also es werden schon die richtigen Schlüsse gezogen, allerdings sind kleine Faktoren und wenn man sich die Modelle, mit denen dann solche Kursziele berechnet werden, nämlich Discounted Cashflow Modelle und ähnliches anschaut, dann reichen da manchmal 1-2% in der einen oder anderen Zahl, die man endet, gerade zum Beispiel bei angenommenen Steuern oder den Abzinsungssatz am stärksten, der dann dieses Kursziel, ja, muss man so sagen, auch manipulieren kann und dementsprechend nutze das dann
als Chance, um mit der Lupe an die richtige Stelle zu gehen. Und wenn du jetzt mit der Lupe an die richtige Stelle gehst, ich hatte in den letzten Videos immer mal wieder auf ein paar Extremwerte an ganz anderen Bereichen außer Aktien gesprochen. Also zum Beispiel ein Volatilitätsindex. Was ist, wenn man da Extremwerte wie zum Beispiel 10 nach unten oder 80 am Top irgendwie ausnutzt, um dann sein Portfolio vielleicht abzusichern und ähnliches. Ich habe irgendwo mal durchgehört, dass du von diesen Absicherungsmodellen, Optionen und ähnliches nicht so viel hältst. Bist du nur in Aktien investierst und ist das auch was, was du so als Empfehlung weitergeben kannst? Für mich ist es tatsächlich so, also ich wechsle nur eigentlich zwischen Aktien und Kasse. Also ich mache sicher nicht ab, habe nicht vor abzusichern und habe in der Vergangenheit auch nicht abgesichert. Ich sage immer, die großen Wellen, die erkennt auch der Privatanleger erkennt er schon. Und die großen Wellen, also wann man aggressiv in den Markt reingeht, es gibt den Satz, sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind, und sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind. Und das spricht alles von den großen Wellen. Also zu gucken, wenn eine Krise da ist, dann gehe ich halt auf 100% Aktien. Und wenn gerade alle Multiples und der Volatilitätsindex am Low ist, dann muss ich vielleicht nicht noch zwingend gerade die Dividende, die ich bekommen habe, auch noch in den Markt reindrücken, sondern dann lasse ich halt das Kassepolster aufbauen. Und wenn ich dann den ein oder anderen Titel im Portfolio habe, der auf Best-Szenario, das heißt, es geht nicht schief, bewertet ist, dann kann man auch mal drüber nachdenken, ob ich da nicht abbaue, weil irgendwas geht immer irgendwann schief. Auch was man nicht vorhersehen kann oder und dann baut man in der Zeit halt eher eine Kasse auf und hält sich mit dem Investieren zurück. Howard Marx hat auch in seinen letzten Papers, die ich sehr gerne lese, der spricht von, es geht jetzt ums Portfolio-Management, von dem Offensive und Defensive. Also die meiste Rendite wird nicht in der Allokation, ob man jetzt Anleihen oder Aktien oder Gold macht, sondern ob man offensiv sich aufstellt oder defensiv. Und das sind so alles diese Punkte, die wollen alle das Gleiche sagen. Also versucht die großen Wellen nicht den Markt zu timen. Das schafft man, denke ich, ist aus meiner Sicht nicht möglich. Und das wäre bei so einem sehr stringenten Absicherungsplan ist es letztendlich ein Markttiming, aber die großen Wellen, die kann man schon spielen und sagen einfach, wann bin ich aggressiv am Markt und wann bin ich defensiv am Markt, wann bin ich gierig, wann bin ich ängstlich. Ob man es dann mit Absicherung macht, das kann man schon machen. Ich mache es für mich nicht. Für mich ist es einfach. Okay, also ist der einfache Weg, das zu steuern, weil man weiß ja auch nie, wann der Zeitpunkt kommt. Man sieht ja genügend Leute, die dann auch große Fonds haben, die über 5 Jahre lang abgesichert waren und sich damit feiern, dass sie jetzt so eine Krise abgesichert hatten, aber davor einfach auch 5 Jahre keine Rendite gemacht haben. Und da zeigt sich, dass die Leute, die langfristig denken, Kasse halten, dann an den Tief einfach wieder nachkaufen, dass die langfristig tatsächlich die bessere Rendite einfach erzielt haben. Und man kann auch innerhalb des Portfolios, innerhalb der Unternehmen, kann man sich auch aggressiv und eher defensiv aufstellen. Ich meine, jetzt wenn wir auf den deutschen Small-Cap-Bereich gucken, eine Froster ist eher ein defensiver Bereich, dagegen ein hoher Zykliker, eine Wacker Neue Sonne, vielleicht eher ein aggressiver Bereich. Und so kann ich natürlich auch innerhalb des Portfolios einfach sagen, ich bin in der Zeit, wo alles auf Perfection bewertet ist, bin ich vielleicht eher in der Frosta investiert, die dann in der Krise nicht so stark fällt, vermeintlich nicht so stark fällt, und schichte dann vielleicht, wenn der Markt richtig am Bluten ist, innerhalb des Portfolios nochmal um. Wobei das ist halt, also ich mache es eher über die Kassequote, nicht so sehr über die Rotierung im Portfolio, aber das wäre noch ein anderer Ansatz, wie man es auch natürlich diese
Ein wichtiger Punkt, bevor ich dich dann nochmal zu drei Tipps frage. Und eins, was mir sehr aufgefallen ist, dass du oftmals wiederholst, dass moralische Investments für dich sehr, sehr wertvoll sind. Und ich habe auch mitbekommen, dass dein größtes Holding die Alphabet ist, also quasi die Mutter der Google. Und jetzt macht Google ja ziemlich viel strategische Themen, die auch militärisch eingesetzt werden können, wie zum Beispiel so ein Roboterhund, der dann große Lasten auch in unebenen Gebieten dann mit einer absurden Geschwindigkeit transportieren kann, was typisch militärische Einsatzzwecke hat. Und ist das dann für dich dann nicht irgendwie ein krasser Widerspruch? Nein, überhaupt nicht. Also erstmal richtig, ich spreche vom moralischen Investieren. Ich spreche nicht vom ethisch richtigen Investieren, was sozusagen allgemeingültig wäre. Ich darf in kein Unternehmen investieren, was in irgendeiner Form mit Waffen zu tun hat, weil Waffen töten halt und töten ist ethisch nicht korrekt. Sondern ich habe meine eigenen Moralvorstellungen und jetzt, weil das Beispiel Alphabet ansprichst, es ist richtig, dass es ein Forschungsbereich ist, wo man was entwickelt, aber es ist sicher nicht das, was Alphabet ausmacht. Das heißt, es ist nur ein sehr kleiner Teil. Und zweitens kann man diese Sachen natürlich auch sehr human einsetzen in Katastrophengebieten, dass man da Dinge transportieren kann. Das heißt, das muss man mal abwägen. Ich finde mal dieses, das ein gutes Beispiel ist, wenn ich jetzt einen Schraubenhersteller kaufen würde. Und der Schraubenhersteller verkauft Schrauben an einen Zulieferer für Militärfahrzeuge und die Militärfahrzeuge werden dann halt im Militär eingesetzt und damit werden Menschen getötet. Darf ich deswegen nicht in den Schraubenhersteller einsteigen? Aus meiner Sicht moralisch nicht vertretbar, auch wenn ohne diese Schraube der Zulieferer nicht den Fahrzeuganbieter nicht das Militär beliefern könnte. Aber das geht dann zu weit und auch wenn das jetzt bei Alphabet direkter ist, ist deren ausgemachtes Ziel ja nicht, das Militär zu unterstützen und das Militär zu, also die Serveranwendungen von Google werden irgendwo im Militär eingesetzt, aber es ist nicht der Kernidee des Unternehmens. Und wenn ich mal den etwas abgehafteten Spruch Don't be evil nochmal hervorbringen darf, ist natürlich auch dahingestellt. Der Satz wurde ja abgeschafft. Wurde abgeschafft, genau. Und ein größeres Problem würde ich aus moralischer Sicht vielleicht bei Google sehen, dass sie tatsächlich auf ihre Werbekunden, also es gab da so ein Shift, dass im letzten Jahr, in der letzten Zeit, dass man stärker aufs Monetarisieren achtet. Und natürlich dann die Daumenschraube bei seinen Kunden, den Werbenden, ansetzt. Und es gibt halt Unternehmen, die brauchen die Google-Werbung. Die großen Reiseportale, die jetzt besonders gebeutelt sind, sind Teil davon, also Booking, Expedia und so weiter. Und das finde ich schon fragwürdiger, wenn man da bis zum Maximum sozusagen die Gewinne abschöpft, aus moralischer Sicht. Weil das dann keine Partnerschaft mehr zwischen Lieferant und Kunde ist, sondern dann irgendwann nutzt man halt sein Monopol aus. Und da würde ich aus moralischer Sicht mehr darauf achten, als auf die Entwicklung. Okay. Also für dich geht's dann also eher darum, wie werden verschiedene Stakeholder behandelt und vielleicht auch in der Richtung, dass dann eine moralische Schieflage auch dazu führen könnte, dass ein Risiko im Unternehmen entsteht, weil langfristig kann es ja sein, dass wenn viele, viele Partner eine so eine Plattform dann deswegen irgendwann nicht mehr mögen und auch sich Alternativen suchen, dass man darunter dann auch leiden kann. Gleiche moralische Sache wäre zum Beispiel auch zu sehen, wenn jetzt irgendwie, was man sieht, Managemententscheidungen dann treffen, die ihm selber helfen als Aktionär, aber vielen anderen Aktionären nicht oder alle solche Themen. Also das ist alles aus dieser Sicht. Das ist für mich wichtig. Also ich komme ein bisschen aus der Schiene in meinem Studium. St. Galler Managementmodell ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Und die sagen genau, dass alle Stakeholder immer bedient werden müssen. Ich habe letztens über Amazon länger, weil die halt im Moment in aller Munde sind. Und Amazon ist ja ein tolles Unternehmen, aber es ist auch nicht Stakeholder-orientiert. Und mit Stakeholder meine ich allen, sondern es ist extrem kundenorientiert. Und ich glaube nicht, dass es auf
lange Frist, also sehr, sehr lange Frist, ich weiß nicht, ob das gesund ist, zu sagen, man ignoriert seine Lieferanten eigentlich komplett, man ignoriert seine Mitarbeiter größtenteils, man ignoriert auch in gewisser Weise, auch wenn sie im Moment noch davon profitieren, seine Aktionäre und man setzt nur auf die Kunden. Und ich sag mal so, da ist spätestens, wenn dann die Politik kommt und sagt, interveniert, wenn man nicht alle Seiten bedient hat, kann das halt ein großes Risiko sein. Also es kann dann dazu führen, dass eine Sondersteuer kommt, wie in Frankreich gesehen. Es kann sein, dass es zu Zerschlagungen kommt. Und da hat man natürlich, wenn man alle vorher bedient hat und alle irgendwo unterstützt hat, hat man eine bessere Verhandlungsmacht, als wenn man sagt, man hat halt alles auf einen Stakeholder konzentriert, und in dem Fall den Kunden. Und das ist so ein bisschen das, wo ich schon drauf achte, guckt man auf, also eine Gesellschaft, ein Unternehmen ist halt ein Teil der Gesellschaft, und guckt man dann auf alle, die damit zu tun haben. Ja, klingt vor allen Dingen spannend aus Sichtpunkt des Risikoaspekts, wie ich das noch gar nicht so betrachtet habe. Ja. Till, zum Abschluss vielleicht noch für unsere Zuhörer, die es bis jetzt durchgehalten haben und sicher viel mitgenommen haben. Ist schon lang geworden, wa? Ja, das macht ja nichts. Wenn gute Informationen kommen, dann würde ich das auch als 24 Stunden Livestream halten, aber da ist auch unsere Zeit sicherlich begrenzt. Von dem her vielleicht drei wichtigste Regeln für Langfristanleger in Aktien, die wirklich ein gutes Vermögen aufbauen wollen, ja, die jetzt noch 10, 20, 30 Jahre zu investieren haben. Was wären so die drei Tipps, die du mitgeben kannst, auf die man unbedingt achten sollte? Also gehe ich natürlich auch von meinem Buch ein. Der erste Tipp tatsächlich, und der ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt bei mir, aber der ist jetzt wieder ganz, ganz, ganz präsent geworden. Hab Rücklagen für 3 Monate für dein normales Leben, was nicht investiert wird. Da bin ich eine Zeit lang für belächelt worden, zu sagen immer, hab halt, also wenn man im Monat 2.000, 3.000 Euro für den normalen Lebensunterhalt braucht, dann leg halt 6.000 bis 10.000 Euro zurück, um einfach eine Phase, wie sie jetzt zum Beispiel ist, nicht in die Situation zu kommen, dass man verkaufen muss. Das Zweite, bring Geduld mit. Also die Börse und der Aktienmarkt ist eher ein Marathon, kein Sprint. Und vielleicht die dritte wichtige Sache, bau dir ein Netzwerk auf, verbinde dich mit Leuten, guck auf andere gute Investoren, zum Beispiel, wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, dass ich auch bei euch ins Portfolio reingucke, ihr seid sehr transparent, und hol dir da die Ideen, versuch da das Netzwerk aufzubauen, und das sind so die drei Haupttipps, die ich jetzt mal mitgeben möchte. Ja, dann danke ich dir, Till, nochmal für alle. Till Schwalm mit dem Buch Einfach investieren, die Grundlagen des Value Investing. Ich werde es unter dem Video auch nochmal verlinken, sodass jeder auch einen Zugriff darauf bekommt. Und ja, ich freue mich, wenn das gut ankommt, die Daumen nach oben da sind, dass wir dann vielleicht nochmal ein Gespräch führen können und tiefer in eins dieser Bereiche eingehen können. Und bis dahin habe ich natürlich wie immer 2 Videos auch noch zur Auswahl, die weiter interessant sein könnten. Und ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Und gemeinsam mit Till haben wir es heute wieder etwas geschafft, besser zu werden als unser Bankberater. Danke, dass du dabei warst. Ja, Gero, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.